Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge ARK. Ja, im Hintergrund könnt ihr schon sehr gut meine neue Plantage erkennen. Naja, noch nicht ganz, da können wir ganz kurz mal hingehen. Also, es wächst und gedeiht. Wasser ist vollgefüllt, hat ein bisschen gedauert. Problem ist halt, es hat geregnet. Wasser ging nicht voll. Nein, 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 nein. Ich musste alles per Hand machen, aber naja, es geht eigentlich ziemlich schnell. So, dann da drüben. Es wurde vorgeschlagen, dass ich da ein Gewächshaus machen soll. Oder halt etwas für die Dinos. Gibt aber ein klitzekleines Problem. Da drüben, da ist Gefahr. So, wenn Gefahr kommt und dort alles angreift, deswegen muss ich mir nochmal ganz genau überlegen, was ich da jetzt wirklich hinmache. Das Gewächshaus will ich ja oben noch hier ein bisschen so einen Ticken weiter schöner ausbauen. Und dann, ja, kommen wir doch erstmal zu dem hier. Und zwar, sie hat einen Namen bekommen. Stand in den Kommentaren. Habe ich komplett vergessen, ne? Weil ich hatte früher jemanden, ein Dodo, hieß Mrs. Quackers. Ich habe ja Kommentar eingeblendet. Und ja, sie hat auch so die ähnlichen Farben. Naja, nicht ganz so, aber schon halbwegs. Ja, das ist unser Super Turkey. Und dann habe ich noch mal eine Information im Stream bekommen. Wie gesagt, Dankeschön. Ja, gehen wir mal ganz kurz hier ran. Also, man kann irgendwie einstellen. Ich habe keine Ahnung, wie... Advanced Search? Okay, auf jeden Fall keine Ahnung. Man kann hier... Alle Weibchen sind bei mir hier drin. So, das bedeutet, die können auch in dieser Maschine Eier legen. Ich hab's aber noch nicht verstanden. Man kann irgendwie E gedrückt halten, ne? Und dann kannst du hier bei Option einiges machen. Aber ich habe keine Ahnung. Automations, hier, hier, genau hier. Toggles required being enabled in server config. Bedeutet das also, hier, unfertilized egg generation. Muss ich das vielleicht einschalten? Wenn ja, dann muss ich mich erstmal informieren, wie das überhaupt funktioniert so. Aber ansonsten, ja, läuft alles. So, wir können ja vorsichtshalber schon mal jemanden mitnehmen. Eier haben wir auch einiges wieder im Petto. Deswegen werden wir gucken. Und in den Kommentaren stand auch, dass wir mal zur Wüste gehen sollten. Ne? Und deswegen würde ich sagen, Mrs. Quackers, du kommst hier rein. Und ich würde sagen, Clona Pteranodon, du fliegst mich ganz kurz mal in die Wüste. Denn ey, ganz ehrlich, da waren wir bis jetzt nicht ein einziges Mal. Und ey, demnächst fängt er eventuell bald das neue ARK-Projekt an. Eventuell mit Primal 4 oder mit etwas anderem. Werde ich ja halt sehen. Aber ja, das werden wir alles sehen. Jetzt muss ich erstmal hinfliegen und ein starkes Viech suchen. Denn ich will jetzt bald mal den ersten Boss klatschen. Oder den Boss von dieser Map. So, dann wollen wir doch ganz kurz mal gucken, was wir dafür benötigen. Also, es scheint... einen Affen zu sein. So, alle gehören, Argentavis, haben wir alles. Wir müssen dann mal die Artefakte sammeln. Ansonsten haben wir ja wirklich alles. Ja, gut, da muss ich... Wait. Mrs. Quackers Fragezeichen. Ach ja, und dann, was ich noch gar nicht gezeigt habe, und zwar auf die 8, das hatte ich noch in der letzten Folge. Also, es ist ein Tech-Raptor, sieht jetzt nicht speziell aus, aber... der kann Eis schießen. So, wie stark es ist, habe ich gar keine Ahnung. Aber das können wir ja ganz kurz mal hier testen. Clona Pteranodon, ich komme gleich. Nee, warte mal, du kommst doch mit. Ein Mammut. Was bist du? Wood. Bam, Junge. Bist du da noch langsamer, Kollege? Hä? Ich kann das so oft machen, wie ich will. Oh, stimmt. So, und jetzt könnte ich halt komplett angreifen. Ja, also ich könnte, wenn ich möchte so. Aber... ey, sind wir ganz ehrlich. Also, nee, gegen die habe ich nicht so wirklich... nicht. Ah, Pumba! Hallo! Das war eine ganz knappe... Oha! Geschichte. Hä? Weg sind sie. Ei! Also, wir müssen da ganz, ganz hinten hinfliegen. Es dauert zwar ein bisschen, aber ich stelle da hinten erstmal einen Teleporter auf. Warum wiege ich denn so viel? Hä? Okay, jetzt kann er wieder schnell fliegen. Gut. Okay, war irgendwie nur ein Effekt oder so. I don't know. So, ihr wolltet zur Wüste. Hier bekommt er die Wüste. Ach stimmt, jetzt muss ich mal ganz kurz hier einen Namen geben. Weil, damit ich weiß, wo wir denn hier hingehen. Dann wollen wir doch mal gucken, was die Wüste zu bieten hat. Würde es hier einen Dodorex geben? Würde es hier irgendwas geben? Ich habe keine Ahnung. Deswegen würde ich sagen, wir gehen mal ganz kurz lieber mit dem Affen oder so. Weil ich denke mal, da kann man einen Ticken schneller voran. Hoffen wir es einfach mal. Let's go. Moin. Was haben wir denn hier? Weil es wurde gesagt, ich soll hier hingehen. Gibt es denn hier auch... Alter, die Wüste ist ja riesig. Und ich bin genau in diesem Abteil, wo halt alles tot ist.
Da drüben fängt es erst an. Alter. Hi. Die könnte man sich ja holen, ne? Aber... glaub, ist nicht notwendig, wa? Ich hab da gesehen, er war eine Psychose. Und da sollten wir eigentlich einen Ticken Acht geben. Weil, wenn uns das... Oh, da können wir ganz kurz mal gleich stehen bleiben. Vielleicht ist das ja irgendwas. Oh! Sandwurm? Kollege, kannst du mal ganz kurz... Ja. Du musst sterben ganz kurz, ja? Eieiei, Sandwürmer gibt es auch hier. Kann man die unter der Karte sehen? Ja, so halbwegs. Dankeschön. Hi. Alpha Elementalkibbel. Ich wollte gerade sagen, Alpha Elementalkibbel. Müssen wir uns ganz kurz merken, weil, Alpha Elementalkibbel. Wir gehen mal ganz kurz, Haus. Bisschen schneller. Schneller, bitte. Dankeschön. Oh, wir können ja gleich das gute Zeug benutzen hier. Let's go. Und? Wo bist du? Hallo? Jo! Nein. Affe, nein. Kacke. Spring. Oh my God. Warum? Holy shit, der ist strong. Okay, du musst ganz kurz rauskommen, Kollege. Komm ganz kurz raus. Komm raus. Und dann müssen wir... Nein! Was war das? Warte, war er das gar nicht? Was war das? Was hat mich angespuckt? Okay, er ist es doch. Okay, Kollege. Das muss jetzt ganz kurz schnell gehen. Ja. Okay, sehr schön. Ganz kurz. Warum wiegst du die ganze Zeit so viel, Mann? Weil ansonsten kriegen wir das irgendwie nicht... Es ist der Raptor? Oi. Egal, es könnte trotzdem gut laufen, ja? So, Deathworm. Deathworm? Hä? Wo ist er hin? Hallo, ich weiß, du bist unter mir. Komm raus. Ja gut. Das ist jetzt ein bisschen schief gelaufen. Ja, super, cool. Danke. Rampage? Warum geht kein Rampage? Rampage. Jetzt geht Rampage. Ah, Session. So, was ist los? Wer hat mich getötet, hä? Welcher von euch dreckigen Viecher hat mich getötet? 2600? War gut, dass du jetzt tot bist. War, glaube ich, so ein explodierendes Viech, dieses, ne? Ihr wisst schon, wovon ich spreche? Okay, danke für deine Sachen. Thank you. So, und jetzt müsste hier alles wieder drin sein. Ja, guck mal, das sieht doch schon... Beispiel mal wieder richtig gut aus. So, dann müssen wir jetzt ganz kurz nochmal rüber zum, ne? Ihr wisst schon zu wen. Oh, Skorpion, bitte geh. Kannst du bitte gehen? Du störst gerade einen kleinen Ticken, mein Freund. Hallo? Ah! Okay. Ich glaube, ich muss das anders machen. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen halt, wie gesagt, aufpassen. Der darf uns nicht erwischen. Gehst du down? Rappy! Wie viel Schaden? 1000 noch, was waren das? Wer hat dich angegriffen? Wer war das? Okay, pass auf. Rappy, ich beschütze dich, okay? Ich beschütze dich. Und wer ist das letzte? Oh Gott, warte. Ich glaube, ich kriege ihn nicht mit einem Dings tot. Also, beziehungsweise zu zähmen. Kannst du rauskommen? Hallo? Bam, Junge. Nein! Ja. Yes! Rappy, ich beschütze dich, ja? Nicht getroffen. Kannst du mal bitte? Spectral, kusch dich mal ganz kurz. Ich habe keine Zeit für dich. Ich werde jetzt zu Fuß hingehen. Es ist machbar. Es ist wirklich machbar. Ich muss nur den... Habe ich was zu trinken mitgenommen? Ja, super. Cool. Ja! Okay, einfach kurz aus der Renderdistanz gehen und dann funktioniert es. Okay, wir brauchen ein Alpha Elementalkibbel. Okay, das sollte ja alles machbar sein. Alpha Elementalkibbel. So, dann einmal Haus. So, Alpha Elemental. Okay. So, dann du bekommst das wunderschöne Kibbelding da und wir können dich reiten. Oh,
Mit Vergnügen. Jetzt die Frage. Oh my God. Okay, es funktioniert. Gut, wir können jetzt halt nicht viel sehen. Warte, wir müssen ganz kurz gucken. Warte. Ach so, das bin... Wait, what? Okay, man kann es nicht genau sehen, aber... Ja, gut. Okay, Problem ist jetzt halt herauszufinden, wie stark du bist. Oder, ja, wir gucken mal ganz kurz. Warte, du hast doch diese Kackattacken gemacht. Rauskomm bitte. 4000? 3000? Oh mein Gott, wie gut ist das denn? Also, wir können sofort verschwinden. Wir können schnell auftauchen. Können schnell angreifen. Ich weiß zwar nicht, ob uns jemand dann im Boden erwischen kann, aber... You cannot use it right now? Doch, jetzt aber. Zack, Junge. Oh, starke Schlange. Stark. Sehr, sehr stark. Okay, ist sogar eine Prime. Yo, wir haben einen ultimativen Wurm. Hi. Alpha Siren, bevor du das einsetzen kannst, bist du tot. So, 102.000. Okay, pass auf, wir haben 19 Level bekommen. Das werde ich größtenteils hier jetzt auf Nahkampf machen. Ja, Fleisch kannst du gerne haben. So, dann wollen wir noch ganz kurz mal deine Stärke noch weiterhin testen. Wir gehen mal weiter geradeaus. Wir gehen in die Bergen rein. Okay, hier sind wir nun. Ich sag mal so, wir sehen jetzt nicht nur Sand, wir sehen auch mal ein paar Berge und so. Ob wir jetzt was Spezielles sehen, weiß ich nicht. Wir gehen, guck mal. Okay. Hier scheint auch nicht irgendwie irgendeine Höhle drin zu... Eine Höhle drin zu sein oder so. Ich wollte gerade sagen, habe ich die hergerufen? Ich glaube, die Wüste werde ich hier nicht mögen. Oder gibt es hier was Gutes? Falls ja, schreibt mal unten in die Kommentare. Oh, ich glaube, ich sollte mal oben lieber bleiben. Random Tilakoleo. Eine Random... Okay, wir sollten ganz kurz ein paar Sachen hier vernichten, ne? Aber diese Random Tilakoleo könnte was Besonderes sein. Was ganz Besonderes. Halt, stopp! Stopp, stopp, stopp! Richtig. Rauskommen, rauskommen, rauskommen. Okay, und einfach mal angreifen. Okay, näher. Treffer? Okay, Tilakoleo ist gerade abgelenkt. Hallo? Danke! So, jetzt müssen wir ganz kurz aufpassen, ja? Gefährliche Tilakoleo. Voraus! Ganz gefährliche Tilakoleo! Oh! Rappy? Rappy! Ich brauch dich! Das ist also eine random Tilakoleo! Hi, Wolf. Nicht angreifen, ja? Mein Raptor ist gerade mit dicken Attacke. So. Random Tilakoleo. Wo bist du? Du müsstest eigentlich down sein. Ist es sie? Nee. Wo ist sie hin? Sie ist down. Simona Kibble. Ich komme sofort. Einmal Haus, bitte. Schneller. Pumba kommt. Pumba incoming. Sehr schön. Okay, alles gut, alles perfekt. So, dann komm noch mal ganz kurz in meine Arme, bitte. Dankeschön. Ui, was haben wir denn hier so Schönes, hä? Ja gut, das kann ich nicht so mitnehmen. Da! Alter, musst du mich so erschrecken? Wer gehört jetzt mir und wer gehört nicht mir? Oh, Prime? Okay, Prime könnte ich easy klatschen hier. Bam! Ja, okay, wir hauen einfach ab. Eieiei. Okay, das bedeutet wirklich, der Random Tilakoleo ruft irgendwelche Viecher her und das sind immer random Viecher. Oh, da müssen wir gleich ganz kurz mal was ausprobieren, ne? Ich will auch gucken, wie stark sie so an sich ist, allein. Oh, eine kleine Oase. Okay, aber ich muss bis jetzt sagen, was bist du denn da drüben? Eine grüne Tilakoleo? Eine si- Och, bitte, kannst du bitte gehen? Ja gut, wenn sie unbedingt sterben möchte, dann soll sie sterben. Okay, aber eine grüne Tilakoleo, aber nur leider eine Sirene, brauche ich halt nicht. Dennoch, wir gehen jetzt ganz kurz in den Dschungel und probieren mal ganz kurz die Tilakoleo aus. Ich will die unbedingt ausprobieren.
So, dann würde ich schon mal sagen, dann erstmal ab nach Haus. Aber die Wüste, ich glaube, also guck mal, wir haben ja fast alles hier erreicht so. Die Frage ist, gibt's hier noch irgendwas in der Wüste? Weil, ja, ansonsten, I don't like it. Sie ist halt echt fast nur tot. So, dann halt euch mal ganz schön. Ich würde auch sagen, echt jetzt, dass wir in der nächsten Folge irgendeinen Boss klatschen. Wir gucken mal ganz kurz. Ach, guck mal. Place this soul in the trophy slot of the Omega Beacon to guarantee that your next wild or boss summon is a disruptor Variante. Das bedeutet, diese weißen Kugeln kann ich dazu benutzen, in den Trophäen Slot irgendwas zu machen. Und ich weiß zwar nicht, ob irgendein Boss hergerufen wird, aber das Gute ist ja, man kann sich ja gut hier reinlesen. Da. Sobald ich diesen Omega-Beacon freischalte, this soul can be used to summon wild dinos. Omega-Beacon. Okay, das bedeutet... Warte mal, ich guck mal, ob ich den herstellen kann. Eieiei, das könnte jetzt in der nächsten Folge dann ein bisschen spannend bleiben, weil, mal gucken, ich guck mal. Okay, das bedeutet, ich glaube, mit Teilbahn müsste ich einiges haben. Polymer ist auch easy. Schwarze Perlen ist, glaube ich, das, was ich benötige hier. Mal sehen, habe ich hier schwarze Perlen? Ne, schwarze Perlen haben wir schon einen Ticken. Gut, das ist das nächste. Mal gucken. Ja, wir brauchen ein bisschen Metall. Also es bedeutet, ich muss wieder Metall farmen. Raptor, du bist einfach viel zu groß. So, dann gucken wir doch ganz kurz mal Telekaleo. Rauskommt. Dankeschön. So, du kriegst jetzt einen Sattel. Und was ich jetzt irgendwie ausprobieren möchte, ist unser Wurm. Kann ich den jetzt hier... Really? Really? Pteranodon, komm her hier. Ihr bleibt alle hier. So. Nein, oder? Es funktioniert, ey. Ich glaube, es hackt, ey. Die sind aber auch groß und sehen verdammt geil aus. Man kann auch sagen, die sehen echt eklig aus. Also müsste ich sowas anfassen, ne? Ich würde mich nicht also irgendwie Panik haben vor seinem Mund oder so. Oder vor seinen Füßen. Sondern die Haut, die wäre so ein bisschen so... Hey, aber hübsch. Hübsch, dass ich den so herrufen kann. Ja, du kommst erstmal rein. Du bleibst erstmal da. Und Telekaleo, deine Mission ist es jetzt, ja, dich auszuprobieren, ne? Was ist das da unten? Ja, guck mal... Au, oh, das gab's ein bisschen falsch an. Ah, Omega, lass mal erstmal in Ruhe. Okay, bam. Okay, da ist irgendjemand strong. Sehr strong. Ja, und die Viecher scheinen echt schwach zu sein, wa? 12.000, okay, die Energie geht. Das Dumme ist halt, was hat er denn hergerufen da? Also, hä? Fiomia mit einem Mega-Neurash-Schwanz? Was? Warte mal. Das ist doch jetzt richtig komisch. Okay, Fionoira war das. So, was habe ich jetzt hier? Eine Ente. Aber was für eine Ente? Ist es eine starke Ente, stronge Ente? Was ist es? Ist echt eine normale Ente? Wow. So, wir gucken mal jetzt. Bam. Ja, das sieht doch schon mal besser aus. Angriff. Ich habe einen Drachen einfach. Ich habe einfach ein Drachengeschenk bekommen. 352. Okay, ich sag mal so. Er ist nicht das Stärkste. Aber das, was er beschwören kann, ist schon cool. Muss man sagen. Also er so, ich weiß zwar nicht, wie die das halt irgendwie gemacht haben. Dennoch ruft da neu generierte Dinos her. Direwolf, Alpha Raptor und Meteor Megalania. Oh, warte, dann bist du... Komm, 90.000, scheiß drauf. Rauf da, ihr macht den... Ja gut, fertig machen sie den jetzt nicht, ne? Dennoch, Oh. Die halten aber gut aus. Die halten mehr aus als ich selbst. How? Sind die unsterblich? Das war von meinem Megalania. Ich hab einen Metall-Dodorex. Ich habe einfach einen fucking Metall-Dodorex. Was für ein wunderschöner Kristall da. Nee, okay. Ah, doch, ist doch ein Kristall. Ich habe Dodorex hier. Schade, dass sie nicht für immer bleiben. Ihr sollt angreifen, ja? Und schade nur, dass er so schwach ist. Oh, ruhig da. Doch, den könntet ihr schaffen. Come on. Oh, ich wollte gerade sagen, wen wollen wir angreifen? Oh, ich hasse das, wenn das so ein Buggy ist in Ark. Ja, super cool.
Bevor ich irgendwas einsetzen konnte, ist er... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, du könntest den klatschen, ne? Das Gute ist, er ist ein Reflektiv-Reaper. Bedeutet ein Umkehrschluss, er kriegt's. Ja, gut. Ja, also... Er ist auf jeden Fall in Ordnung. Du bleibst auf jeden Fall hier, mein Freund. So. Ja, also, ich weiß zwar nicht, was da jetzt gerade passiert ist, aber wir gehen mal ganz kurz zum Haus zurück. Er ist ein bisschen gefährlich. Ihr kommt natürlich jetzt wieder zurück. Du auch, Spinne. Und was ist das? Auch rein hier in meine Tash. Die Kacke müssen wir auch aufheben, weil die brauchen wir unbedingt. Und ja, ey, dann haben wir aber... Dann haben wir echt was Gutes geschafft, Mann. Wir sind mit einem Deathworm auf unsere Base drauf. Und nächste Folge werden wir ganz bestimmte... Ich sag mal, da werden wir experimentieren mit den Bossen, die wir herrufen können. Falls es wirklich so funktioniert. Und dann testen wir noch weiterhin die Dinos aus. Ich habe leider nicht getroffen. Aber bleibt ja nur noch zu sagen, das war's jetzt erstmal von der kurzen Folge Ark. Ich sag das ja immer wieder. Ich weiß halt nicht, wie kurz sie sind, aber für mich kam es kurz vor. Ich hoffe trotzdem, sie hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Kommi, Like oder ein Abo da. Also, bis zum nächsten Mal.